Diese Bilder verstören. Diese Bilder berauschen. Diese Bilder lassen niemanden kalt. Am 4. Juli lud der Verein Auslöser in die Alte Post in Schwerin zur Ausstellung Lumix Review ein. Einige der besten Fotoreportagen des renommierten Lumix-Festivals wurden dort präsentiert. Es sind Werke internationaler Fotoreporter, gemacht in Deutschland, Russland, Syrien, Libyen und in anderen Ländern. Im Mittelpunkt Menschen und deren Schicksale, die alles andere als leicht sind. Jedes Bild wirkt wie ein aufgerissenes Fenster in eine andere Realität, eine solche, die sonst als parallel vorkommen mag. Doch das Geschehen hinter den Fotos ist leider nicht nachgestellt. Es fordert den Zuschauer stark heraus. Es ist die Sichtweise des Fotografen und das muss sich auch jeder darüber im Klaren sein, dass es eine subjektive Sichtweise ist. Was allerdings der Fall ist und wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, ist, dass es dabei um Menschen handelt, die auch vertrauenswürdig sind. Leute, die für Agenturen arbeiten, Leute, die professionell arbeiten und nicht, dass es sozusagen Material ist, deren Ursprung nicht kennt. Der Schweriner Verein Auslöser widmet sich der journalistischen Fotografie in Form von Workshops, Ausstellungen und Vorträgen. Die Ausstellung in der Mecklenburgstraße 4-6 in Schwerin ist noch bis zum Ende des Monats zu besichtigen.